Hallo Leute, da sind wir wieder bei Stranded Deep. Und ja, hoch, was ist denn hier los? Flugzeug? Wo ist die Insel? Ja, gab einen neuen Patch und zwar den Patch 0.01H1 und der hat halt den alten Spielstand gefressen. Wobei das ja nicht so tragisch, viel hatten wir nicht, ein Haus. Aber ja, das Haus ist jetzt halt weg. Dafür gibt es jetzt Wale. Cool, da bin ich mal gespannt, wie die Teile aussehen. Muss ich echt sagen. Und was sie auch noch geändert haben, die Schweine, nee, wie hieß es? Steine, genau, diese kleinen Dinger. Die spawnen jetzt nach, ebenso wie alles andere, mögliche, unmögliche auch. Es wächst ein bisschen schneller, es macht und tut, es gedeiht, es ist eine wahre Freude. Zumindest sollte es das sein. Mal gucken, das Flugzeug sieht immer noch gleich aus. Ins Cockpit rein können wir wahrscheinlich auch noch nicht. Nö, können wir nicht. Ja, dann machen wir uns doch glatt mal nochmal den Martini. So, zwar den feurigen Martini. Nehmen wir, hauen wir weg und dann stürzen wir fröhlich zum zweiten Mal ab. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ist aber immer noch ein schönes Flugzeug. Da hat sich nicht viel geändert. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück und wir landen auf einer Insel, die auch Schiffwracks hat, denn da gibt's Loot. Wir hatten ja mit der letzten Insel dann doch das Pech. Wir stürzen gerade ab übrigens. Wir hatten mit der letzten Insel dann doch das Pech, dass da nirgends Wracks waren. Also wir konnten eigentlich gar nichts looten. Ja, und dann habe ich ein Bett gesucht. Beziehungsweise versucht ein Bett herzustellen. Das hätte ich auch gekonnt, habe ich dann relativ schnell rausgefunden. Ich rede jetzt hier einfach mal über einen Absturz quer drüber. Wir sind ja schon mal abgestürzt. Da hätten wir keine Steine gebraucht. Nicht für ein Bett. Aber den Ausflug wollte ich sowieso machen. Von daher war das jetzt nicht so ein Riesending. Und wir klettern hier raus, beziehungsweise schwimmen. Wo das Loch ist, weiß ich natürlich noch. Und ja, das habe ich vermutet, ist immer noch Flinear Airline. Da habe ich beim ersten Absturz noch gesagt, da steigen wir nicht mehr ein. Ja, ja, so ist der Mensch. Man vergisst relativ schnell. Unser quietschfideles Gummiboot ist auch hier. Und gleich fliegt uns hier wieder die Turbine um die Rübe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Man reiche uns ein paar Wracks, bitteschön. Da hätten wir schon mal die Insel. Und was ich auch noch dann doch noch rausgefunden habe. So, jetzt haben wir das Paddel. Man kann eben doch von Insel zu Insel, wenn man Glück hat. Wenn man nicht gerade diesen Bug erwischt, wo einem das Floß abhaut, auf Nimmerwiedersehen, dann geht das. Das ist eigentlich angedacht. Das wäre auch komisch gewesen, wenn es nicht so wäre. Aber jetzt weiß ich es mit Sicherheit. So, was haben wir denn hier an Wracks? Hier liegt doch schon mal was. Hier haben wir eine kleine Insel. Hier haben wir nichts Besonderes. Können wir auch später nochmal angucken gehen. Hier kann man sicherlich tauchen. Da hinten liegt auch noch was, sehe ich. Und da sehe ich schon die ersten Haifischflossen. Also jetzt nicht unbedingt hier reinfallen. Ja, die sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus, die Insel. Gleich mal erkunden. Erstmal raushüpfen. Hier haben wir gleich eine Yucca-Pflanze. Die wachsen auch schneller. Den Kartoffelpflanzen kann man anscheinend beim Wachsen zusehen. Die müssen so schnell wiederkommen, wenn man sie geerntet hat. Und mit der rechten Maus kann man hier noch Sachen ziehen. Genau, das habe ich auch nicht gewusst. Dann können wir das nämlich ein bisschen weiter an Land ziehen. Was haben wir hier? Liegt hier schon was? Wenn wir schon gerade hier sind. Ne, nicht auf den ersten Blick. Dann lass uns doch mal die Insel erkunden. Mal gucken, was es hier Schönes hat. Es müsste eigentlich auch mehr Steine haben. Hier haben wir schon mal einen Stick. Also das wesentlich mehr Steine spawnen. Da haben wir auch schon einen. Okay. Das verleitet mich doch tatsächlich dazu, zu glauben, dass es mehr Steine hat. Aber eben, für das Bett hätten wir gar keine Steine gebraucht. Das wäre auch anders gegangen. Und die Krebse so essen, wie ich den einen Tag gegessen habe, das ist ganz, ganz doof. Denn wir hatten eine Vergiftung, das war auch der Grund, warum die Vitalwerte hier, die hier, ganz unten waren. Also eigentlich waren wir eh kurz vor dem Tod. Mich wundert, dass wir nicht gestorben sind. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz gewesen.
Aber vielleicht sind wir das auf dem Weg zur anderen Insel und das war dann die Sterbeanimation, dass man da plötzlich fliegen kann. Ich weiß es nicht. So, jetzt, was ich hier mal möchte, ist möglichst schnell. Was fliegt hier rum? Nicht zu erkennen. Möglichst schnell eine Art Lager wieder machen und dann mal alles sammeln, was wir hier sammeln können. Hier hinten war ich ja noch gar nicht. Die ist ja relativ groß sogar, die Insel. Alles sammeln, was wir sammeln können. Und dann können wir nämlich mal gucken, was man alles craften kann. Sollen wir das jetzt hier hinten machen? Das ist ein bisschen weit ab vom Schuss, aber hier hätten wir halt einen Platz. Das ist eigentlich eine nette Gegend hier. Ich würde immer sagen, wir machen den Kompromiss und machen die Sache, dieses Lager hier. Also als erstes mal Paddel weg. Gleich mal die Hölzer weg. Und die beiden Steine weg. So, dann gehen wir mal nochmal gucken. Da hinten hat es noch Zeug gehabt. Hier hat es einen Stein. Hier hat es einen Stock. Alles mal mitnehmen. Das können wir auch machen, indem wir den Stein in der Hand halten. Das ist eigentlich Wurst. Hier liegt nochmal was. Denn wenn wir alles mal gesammelt haben, dann können wir mal eine Axt und so machen. Und dann können wir mal gucken, was man damit alles craften kann. Also ein Hammer primär. Damit kann man natürlich dann was machen. So, mal wieder falsche Taste erwischt. Aber den Stein haben wir. Den liefern wir jetzt hier im Lager ab. Einmal die Steinchen. Und die Hölzer. Was wir... Na, schmeiß weg. So, was wir jetzt... Muss immer ein bisschen gucken, wo ich hindrücke. Vorhin bin ich aus Versehen in der Konsole gelandet und nicht mehr rausgekommen. Das ist dann doch eher nervig. So, hier haben wir die Krebse und die Löcher. Was ich jetzt wollte, war, wir brauchen Schnüre. Da habe ich doch da hinten vorhin, habe mich da so eine Yucca-Pflanze angeguckt. Das sind die Kartoffeln. Brauchen wir im Moment noch nicht. Ich denke nicht, dass wir riesen Hunger haben. Hier, genau. Dafür brauchen wir aber das Messer. Dann hauen wir das Ding mal um. Und was wir dann natürlich auch noch bauen, sind Palmwedel. So, Lashing. Haben wir zwei. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Da müsste man eigentlich noch zwei mehr haben. Wenn ich jetzt gleich hier auf Anhieb auf unserem schönen Inselchen noch so eine Pflanze entdecken würde. Hier haben wir sie. Dann haben wir auch mehr Schnüre. Nicht, dass uns dann am Schluss irgendwie... Da haben wir noch einen Stein. So eine blöde... Schnur fehlt. So, Palmen. Okay. Dafür brauchen wir aber erstmal die Axt mit dem Messer hier eine Palme umhauen. Das ist, glaube ich, nicht so. sagen wir mal ergiebig. Also Schnüre weg. Stein weg. So, was wollte ich jetzt? Eine Palme hauen. Nee, erst machen wir hier mal die Axt. Und einen Hammer hätte ich auch noch gerne. Das Paddel brauche ich nicht, sondern die crude Axt und den crude Hammer. Gut, können wir denn mit dem Hammer schon was machen hier? Nee. Mit der Axt können wir wahrscheinlich im Moment mit diesen Vorratssachen nur noch... Ja, okay, da könnten wir... Nochmal eine Axt, nochmal einen Hammer. Falsche Taste. Okay, dann haben wir... Ja. Woher kenne ich das bloß? So. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn das Mikrofon im Weg ist und man überhaupt nicht mehr sieht, wo man drauf drücken muss. So, jetzt hier, vielleicht nicht gleich am Strand, das ist ja blöd. Uns hier die Palmen gleich am Strand wegzuhauen, das muss nicht sein. Lasst uns hier mal die weghauen. Hier ist Dickicht. Wir werden den Dickicht jetzt mal ein bisschen lichten. Und zwar für die Palmwedel, wie gesagt. Holz haben wir ja. Das findet man hier eigentlich auch relativ gut. Da ist noch eine Kokosnuss runtergekommen. Wenn die jetzt nicht rollen würde, würde ich sie glatt nehmen. Stehen bleiben. Hallo. Jetzt. Okay. Da kann man nämlich auch daraus trinken, logischerweise. Und wenn man sie noch ein bisschen mehr zerstört, dann kann man sie eben auch essen. Das haben wir ja eh schon gemacht. Jetzt hier vor lauter Dickicht. Wo ist mein Palmwedel? Hier. Was raschelt denn hier so unangenehm? Nun mach mir keine Angst. Eigentlich sollte es neben Halen und Walen, neben Haien, Walen und Krebsen, so, keine anderen Tiere hier haben. Also halt natürlich klar, die Fische noch, die hier so rumschwimmen, die kann man auch jagen. Die Speere, die müssen jetzt auch funktionieren, müsste man natürlich auch erstmal craften.
So, und schon haben wir sie hier, die Wedels. Habe ich noch einen vergessen? Nee. Müssen wir einfach dran denken, dass hier noch eine Palme liegt, wo wir noch Holz generieren könnten. So, also Palmwedel weg. Und ich dachte, wir hätten Schnüre. Haben wir nicht. Können wir schon was machen? Nee. Können wir einen Hammer nehmen? Das ist aber die Axt. Wir wollten den Hammer nehmen. Können wir auch noch nichts machen. Okay, dann müssen wir tatsächlich noch mal ein paar Schnüre holen. Vielleicht ist ja die Pflanze jetzt schon nachgewachsen. Es hieß ja, dass die wirklich relativ schnell nachwachsen. Hier haben wir wieder die Kartoffeln. Hier hinten. Ja, tatsächlich, guck mal. Das ist ja wirklich sensationell, wie schnell das geht. Da kann man wahrscheinlich tatsächlich zugucken. Ja gut, dann werden wir wenigstens keine Not haben, an Seile zu kommen. Dann gehen wir die zweite gleich auch mal noch roden, wenn die ja sowieso so schnell nachwachsen. War das die hier? Ja. Dann haben wir vier Seile. Schnüre, wie auch immer. Flashing. Und jetzt gehen wir mal gucken, ob wir damit schon was Vernünftiges bauen können. Da hinten. Und dann nachher gehen wir mal schnell gucken, was wir hier tauchend noch erledigen könnten. Hier sehe ich nämlich auch noch was. Jetzt bin ich am Lager vorbeigerannt vor lauter Begeisterung, dass da noch irgendwas liegt. Hier haben wir Schnur. War das alles? Haben wir nur Schnüre geholt? Ja, haben wir. Okay, haben wir. Kann man immer noch nichts machen. Doch, wegschmeißen kann man ihn. Ja, ja. Aber wieso können wir hier nichts craften? Hier müsste doch eigentlich schon was craftbar sein. Hm. Ja, Axt und Hammer. Wir können noch nicht mal ein Feuer machen. Was fehlt denn? Irgendwie ist schade, dass man hier nicht eine Übersicht hat über die Sachen, die hier liegen. Aber eigentlich hat es da alles. Hier haben wir. Haben wir zu wenig Steine? Ne, Steine liegen hier ein paar. Seile haben wir. Palmwedel haben wir. Wahrscheinlich haben wir zu wenig Holz. Okay, dann machen wir. Wir sind ja ganz am Start dieses Abenteuers. Machen wir halt hier das Teil hier noch ganz kaputt. Wo haben wir es denn hier? Dann haben wir auch wieder Holz. Von irgendwas hat man immer zu wenig. Sacradia. So, mach kaputt das Ding. Haben wir alle? Ich glaube ja. Mal gucken, ob sie jetzt geht. Doch. Irgendwie ist sie cool, die Insel. Die gefällt mir. So rein von der... vom Aussehen her. So, jetzt haben wir wieder eine Ladung Holz. Eine Melone. Beziehungsweise eine Kokosnuss könnte ich auch noch offerieren. Aha, geht immer noch nicht. Das ist interessant. Eigentlich müssen wir doch jetzt hier genug Sachen haben, damit wir was bauen können. Wo ist denn hier der Hund begraben? Ah, Bett, Campfire und so weiter. Okay. Hm, ich würde mal sagen, das Bett, dass das nicht ins Haus reingepasst hat, das könnte eventuell daran liegen, dass das Haus zu klein war. Das war ja, das waren nur zwei Foundations. Ein Foundation vorn, eins hinten. Das hat vielleicht einfach nicht reingepasst. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts dazu gelesen, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Wir müssen es halt ausprobieren. Soll ich jetzt schon mal ein Bett bauen? Eigentlich brauchen wir das noch nicht. Wobei, es wird dann irgendwann dunkel. Lasst uns das Bett bauen. Was wir haben, das haben wir. Das kann man ja mit der rechten Maustaste immer noch wieder verschieben. Umziehen damit. Aber hier so unter freiem Himmel finde ich es dann doch irgendwie ein bisschen unsexy. Hm. Vielleicht da hinten. Das ist, wobei so im Dickicht drin, da krabbelt es dann wieder. Das ist irgendwie auch nicht wirklich. Ja, das ist gar nicht schlecht. Okay, das müssen wir einfach wieder finden. Jetzt mal gucken. Wie sieht es denn aus? Ja, eigentlich sind wir kerngesund. Bisschen Hunger, ganz ein bisschen Durst. Sollen wir mal schlafen? Nee, schlafen ist doof. Denn dann sind wir in der Nacht wach. Das kann es ja auch nicht sein. Ich würde jetzt eher mal dazu neigen. Aber ich sehe nicht ganz, warum wir mit dem Hammer nichts machen können. Ja, jetzt sind es wieder eher ein bisschen weniger Sachen. Okay. Ist das die Axt? Nee, die verwechsel ich immer, die beiden. Dann lasst uns doch hier mal gucken. Erstmal, ob Haie da sind.
Denn ein Haus, würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht zwingend gleich zu Beginn. Wir haben ein Bett, das ist doch schon mal was. Also, Haifische. Denn da, wo die Haie sind, da möchte ich natürlich nicht unbedingt tauchen gehen. Sonst sind wir schneller wieder im Flugzeug, als wir gucken können. Hier hat es Fische, die könnte man mit dem Speer kaputt machen und essen. Ja, mit der Axt geht nicht, okay. Haben wir hier irgendwas? Jetzt müssen wir mal schnell Luft holen, gucken, ob irgendwo ein Hai kommt. So, diese Wassertropfen, die sind auch schnell. Schnell sind sie auch. Neu. Und die sehen doch relativ geil aus, auch wenn es natürlich irgendwie ein bisschen unrealistisch ist, denn, ja, wir haben ja keinen Helm auf mit Visier. Aber vielleicht hat der Mann eine Brille, das kann natürlich sein. Dann sieht es auch so aus. Aber das ist eigentlich... Mama! Heiliges bisschen, ist gut, ist der Hai blind. Wow, der ist ja schnell gekommen. Was wollte ich denn sagen? Ja eben, vielleicht hat der gute Mann eine Brille, wer weiß. Dann wäre es ja auch wieder realistisch. Boah, shit. Heiliges bisschen habe ich mich jetzt erschrocken. Naja, es war aber eh nichts da, so wie es ausgesehen hat. Dann gehen wir hier mal auf die andere Seite gucken. Boah, wo kam der denn her, so aus dem Nix? Und normalerweise ist dann doch, zumindest in der Vorgängerversion, kam entsprechend Musik, die einen wenigstens ein bisschen vorgewarnt hat. Das kam jetzt aus heiterem Himmel, dass der blöde Fisch da war. Nehmen wir doch glatt nochmal ein paar Schnüre mit. Ich nehme auch mal an, die spawnen endlos nach. Alles andere wäre ja ein bisschen komisch. So, ist hier was? Oh, da ist eine Kiste. Wo ist der Hai? Weil ins Wasser müssen wir dafür trotzdem. Ganz leise. Wie kommen wir denn jetzt an die Kiste ran? Ein Hardcase. Aha. Binoculars, okay. Kann ich die aufnehmen? Ich komme ja nicht näher ran. Nimm sie, bevor der Fisch kommt. Hat er aufgenommen? Nee, hat er nicht. Ah! Schwimm! Schwimm um dein Leben! Das ist doch nicht zu glauben mit dem blöden Tier. Hau ab! Heiliges bisschen. Mann, jetzt ist da ein Fernglas oder was ist denn? Ein Binoculär müsste eigentlich ein Fernglas sein. Wir kommen nicht ran. Komme ich irgendwie vom Land hier ran? Hau ab! Gibt's doch nicht. Erst stört er uns da hinten, jetzt stört er uns hier. Und jetzt wird's langsam dunkel. Viertel vor sechs. Okay, bei 108 Grad Fahrenheit. Beziehungsweise eben nicht Grad. Das müsste man jetzt umrechnen können. Der ist hartnäckig. Ich möchte jetzt hier mein Binoculär, du blödes Viech. Naja gut, das verschwindet ja nicht. Wir wissen ja, dass es da hinten ist. Trotzdem, wenn wir jetzt schon hier stehen, aber ich kann beim besten Willen, ich kann jetzt hier nicht rein. Das geht nicht. Lass uns mal nochmal einmal außen rum. Kartoffelpflanze, die könnte man wahrscheinlich braten. Die Krebse, die kann man übrigens natürlich auch braten mit der rechten Maustaste überm Feuer. Und wenn man die einfach so isst, so wie ich das in der ersten Folge oder zweiten Folge gemacht habe, dann holt man sich eine Vergiftung. Und dann ist die Lebensvitalanzeige ganz unten und eigentlich hätten wir da eben eh schon tot sein müssen. Von daher nicht so tragisch, dass dieser Spielstand weg ist. Jetzt da hinten diese Gischt, die da hochschießt. Da ist ein Wrack drunter. Das ist so eine Art Zeichen. Das ist halt natürlich als Luft da drin. Da hinten ist noch mal was, glaube ich. Jetzt ist aber schnell dunkel geworden. Lass uns mal gucken, ob der Haifisch schlafen gegangen ist. Wo war das nochmal? Da hinten irgendwo? Hier. Dass wir vielleicht rankommen. Aber es ist sowieso schwierig ranzukommen. Ich kann ja irgendwie nicht reinsteigen. Eben, hier sieht man die Gischt auch. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass da ein Wrack ist. Und in diesen Wracks ist eigentlich, glaube ich, allermeistens irgendwas drin, was man looten kann. Ich möchte jetzt hier nicht nochmal ins Wasser. Es ist dunkel. Und da ist der blöde Fisch. Aber nicht möchten und nicht so... Ah, jetzt. Ja, toll.
Hat jetzt das Nuklear weggespawnt? Nee, da wär's. Ich müsste mal den richtigen Moment erwischen. Ah. Ich kann's nicht aufnehmen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Jetzt habe ich noch den Hammer weggeschmissen. Nein, nicht im Dunkeln, nicht den Hammer. Vielleicht kommt der Hai. Ah, naja gut, egal. War glaube ich eh die Axt. Bauen wir eine neue. Erst müssen wir hier schnell ein paar Sachen abliefern. Ist doch nicht voll der Inventar. Hier hat doch einen Platz, wo man es ein Eck gemacht. Halt. Können wir das nicht aufnehmen? Naja. Schmeißen wir nochmal ein paar Sachen hin. Aber nicht einfach wahllos. Da müssen wir jetzt halt doch kurz den Weg machen. Denn sonst am Schluss finden wir die Sachen nicht mehr. Das ist halt, wäre dann auch doof. Also, was können wir ablegen? Sicherlich den Stein. Sicherlich die Schnüre. Wir können eigentlich die Melone auch hinschmeißen. Wir wissen ja, wo sie ist. Jetzt haben wir 4 Slots frei. Das müsste doch jetzt eigentlich möglich sein. Und ich nehme nichts mehr in die Hand. Sonst versenke ich das sowieso bloß. Das müsste doch möglich sein, jetzt hier kurz dieses Fernglas rauszukriegen. Nein, natürlich nicht. Seht ihr, was ich sehe? Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber da hinten, da wo der weiße Punkt ist, ist unser Kollege. Und weil er nicht gerne alleine ist, hat er noch einen Kumpel mitgebracht hier. Ich bin versucht, die beiden Blödmann 1 und Blödmann 2 zu nennen. Die versauen uns hier doch allen Ernstes, dass wir ans Binuklear rankommen. Warum geht das auf die Entfernung nicht? Wenn, ja, die Box wird ja angezeigt. Soll ich das jetzt hier wirklich riskieren? Wenn wir ganz leise sind. Dann sind wir dann wirklich schneller wieder im Flugzeug, als uns lieb ist. Nimm's doch einfach. Ich hab doch hier nicht ewig Zeit. Geht nicht. Oh, jetzt hab ich's. Okay, schnell weg. Schnell, 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 schnell schwimmen. Okay, sauber. Cool. Haben wir unsere Axt getauscht oder unseren Hammer gegen ein Fernglas. Aha. Und wie gucke ich da jetzt richtig durch? Ist das schon alles? Ja, das muss schon alles sein. Das ist noch nicht wirklich gut animiert, aber... Okay, man sieht was. Jetzt ist natürlich Nacht, da sieht man halt nichts. Das müssen wir am Tag ausprobieren. Den Hammer, wir haben die Axt weggeschmissen, ausgerechnet. Und danach gehe ich jetzt bestimmt nicht tauchen. Aber wir gehen jetzt schlafen. Und bevor wir schlafen gehen, wenn wir schon gerade hier sind, nehmen wir natürlich noch die beiden Schnüre mit. So, und dann können wir unseren ersten Tag hier auf dieser Insel dann langsam beenden, geruhsam, wenn ich das Bett finde. Wo habe ich denn jetzt das Bett hingestellt? Irgendwie? Ich dachte, hier oben sei das gewesen. Da ist es ja. Ja gut, Leute. Bevor wir jetzt schlafen gehen, sage ich Tschüss. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Mal gucken, was wir dann alles noch erleben. Ganz klar ist, ich werde natürlich nochmal zu einer von diesen Inseln fahren. Und mit dem Fernglas können wir aber vielleicht zuerst mal noch gucken, was auf diesen Inseln alles so drauf ist. Mal schauen, da hinten gischt es wieder. Gut, ich sag da mal gute Nacht und schlaft schön. Tschüss.